In diesem Video schauen wir uns die Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Da steht Authentisierung, ich habe gerade Authentifizierung gesagt, was das alles zu bedeuten hat in diesem Video. Gut, manchmal ist es ein bisschen nervig, aber wir schauen uns das mal genauer an. Also, dazu gibt es erstmal diesen Herrn hier, das ist Fernando José Corbato. Der ist ein US-amerikanischer Informatiker und hat 1926 bis 2019 gelebt und gilt als ein Pionier in der Entwicklung von Betriebssystemen mit Timesharing. Was bedeutet das? Ganz einfach, es sind sogenannte Mehrbenutzersysteme. Das ist heute, was weiß ich, wenn wir in der Schule sind und uns an den Windows-Rechnern anmelden, haben wir praktisch ein Mehrbenutzersystem. Das heißt, es ist ein Computer, aber mehrere Leute, die den benutzen. Und dann hat man es schon, was braucht man da? Natürlich irgendwie was zum Anmelden. Also sprich, Benutzername und Passwort. Und das war praktisch der erste, der so etwas benutzt hat. Und der gilt sozusagen als, soweit man das sagen kann, Erfinder des Passworts. Soweit, so gut. Wenn wir erstmal gucken, Authentisierung und Authentifizierung. Was bedeutet das, beziehungsweise was ist der Unterschied? Authentisierung ist der Nachweis einer Identität. Demgegenüber ist Authentifizierung die Prüfung dieses Identitätsnachweises. Also, was weiß ich? Ich bin am Flughafen, muss meinen Pass vorzeigen. Der Pass ist der Nachweis meiner Identität, es ist praktisch eine Authentisierung. Und der Polizist, der guckt, oder der Zöllner, ich glaube, das ist eher der Zoll im Flughafen, der überprüft, ob mein Pass auch echt ist und so weiter, der authentifiziert mich. Und dann darf ich rein. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Authentisierung an. Authentisierung kann durch Wissen, also sprich ein Passwort ist zum Beispiel Wissen oder halt irgendetwas anderes, was nur ich und natürlich die Stelle, bei der ich mich authentisieren möchte, kennt. Wie zum Beispiel Passwort oder Bankkarte, das ist die PIN, die nur ich und die Bank kennen. Sowas in der Art. Dann Besitz. Besitz ist etwas, was ich habe. Habe ich die Bankkarte genannt, also beim Bankautomat. Wenn ich, da muss ich meine Karte haben. Das ist der Besitz. Und ich muss eine PIN eingeben. Das ist das Wissen. Oder Biometrie bzw. körperliches Merkmal. Klingt kompliziert, ist was ganz Einfaches hier, Fingerabdruck oder Gesicht oder Auge, Iris-Scan, also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, also im Prinzip was für mich praktisch typisch ist. Und wenn ich jetzt das Ganze mir angucke und hier hätten wir das erste Beispiel für eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Und zwar Besitz, die Bankkarte, habe ich ja eben gesagt, den kann ich hier entsprechend dort in den Schlitz geben und dann werde ich nach meiner Geheimzahl gefragt. Und das ist dann Wissen, gebe ich ein und dann kann mich dieser Automat authentifizieren. Und dann bekomme ich Geld. So. Beim Handy hat man in der Regel keine Zwei-Faktor-Authentisierung, weil das Handy in der Regel nur nach einer Sache fragt. Entweder die Geheimzahl oder manche Handys haben Fingerabdruck, manche funktionieren auch mit Gesichtserkennung, sowas in der Art.
Dann hätten wir noch den Personalausweis. Da gibt es ja jetzt auch diese schönen schicken mit einem Chip drin. Und beziehungsweise nicht auch, inzwischen sind sie, glaube ich, alle Pflicht, weil die alten gelten, soweit ich weiß, gar nicht mehr. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt nur noch die mit dem Chip im Ausweis. Und sofern ich das, ich glaube, man kann das wählen, ob man das freischalten möchte, diese Online-Ausweisfunktion. Das heißt, ich kann das zur Authentisierung benutzen. Das heißt, der Besitz ist der Ausweis bzw. der Chip da drin und das Wissen ist die PIN. So, stellen wir das Ganze nochmal gegenüber. Ich habe bei der Zwei-Faktor-Authentisierung Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Also Vorteil ist, man erhöht die Sicherheit. Das heißt, sobald es irgendwie angeboten wird, sollte man es nutzen, wenn nicht manche Händler oder Möglichkeiten, wo man sich im Internet halt anmelden kann, das sowieso von sich aus schon irgendwie forcieren. Man kennt das meinetwegen bei so gewissen großen Online-Händlern, dass ich mich mit Benutzernamen und Passwort anmelden muss und dann kommt manchmal, dass ich ja, eine E-Mail mit einer PIN geschickt bekomme, die ich dann eingeben muss, oder ich bekomme auf mein Handy eine Nachricht, wo irgendwas drin steht, was ich dann eingeben muss. Also im Prinzip hat man dann Wissen, also Benutzer, Passwort und Besitz, E-Mail-Adresse oder Handy, wo das dann überprüft wird. Der große Vorteil davon ist halt, wenn aus irgendwelchen Gründen das Passwort in falsche Hände gerät, kann mein Gegenüber oder praktisch diese falschen Hände nichts damit anfangen, weil ja, die sind ja nicht im Besitz meiner E-Mail-Adresse bzw. meines Handys. Deswegen ganz wichtig, nicht das gleiche Passwort überall verwenden. Wenn man sich schon so Probleme hat mit Passwortmerken, wenigstens das Passwort von der E-Mail-Adresse sollte meiner Meinung nach nirgendwo anders vorkommen. Weil, wie gesagt, wenn jetzt beim Online-Händler einer das Passwort knackt und das von der E-Mail-Adresse ist das gleiche, das ist dann Mist. Weil dann nützt auch die Zwei-Faktor-Authentisierung gar nichts. So, Nachteil ist natürlich, ist es ist manchmal ein bisschen lästig, weil das den Login verlängert und wenn ein Faktor kaputt ist, ist mir jetzt letztens bei meiner Dienst-E-Mail-Adresse, da besteht ja die Pflicht für diese Zwei-Faktor-Authentisierung, beziehungsweise Authentifizierung ist es ja dann, wird ja daran überprüft, ob das richtig ist. Wenn das Handy halt kaputt geht, ja, kann man sich halt nicht einloggen. Deswegen ist es halt sehr wichtig, oder es muss halt beide Faktoren müssen halt tatsächlich immer griffbereit sein, wenn man sich authentisieren möchte. Ja, das war so ein Überblick über die Zwei-Faktor-Authentisierung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und kannst ja Daumen nach oben da lassen, wenn dem so ist. Soweit, so gut.